Sowohl das tägliche Wetter als auch die allgemeinen Klimabedingungen sind wichtige Faktoren für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft, die Auswirkungen auf allen Ebenen haben, vom persönlichen Leben bis hin zur globalen Wirtschaft. Die enormen Naturgewalten können sich aber auch gegen uns wenden und Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen oder Stürme verursachen. Wenn wir uns auf diese extremen Ereignisse nicht vorbereiten, können sie schwere wirtschaftliche Verluste und sogar den Verlust von Menschenleben zur Folge haben. Seit jeher versucht der Mensch, das Wetter zu verstehen und es sich dienstbar zu machen, etwa um günstige Winde zum Segeln oder Schönwetterphasen zum Pflanzen und Ernten zu nutzen. Zu wissen, wie das Wetter wird, trägt zum wirtschaftlichen Wachstum bei und ermöglicht uns unseren modernen Lebensstil. Die Verfügbarkeit zuverlässiger Wetterprognosen ist für die Gestaltung unseres Alltags unerlässlich. Früher versuchten die Menschen, das Wetter durch Beobachtung der Natur in ihrer direkten Umgebung vorherzusagen. Ein wirklicher Fortschritt hat sich allerdings erst im 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen programmierbarer Computer eingestellt. Dies bereitete der numerischen Wettervorhersage den Weg. In den späten 1960er Jahren hatten mehrere europäische Wissenschaftler die Vision, eine Wettervorhersage für bis zu 10 Tage im Voraus zu erstellen. Derartige mittelfristige Wettervorhersagen wären von enormem Vorteil für den Schutz, die Sicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Das führte dazu, dass sich Europas Regierungen zusammenschlossen und eine internationale Organisation mit dem Ziel gründeten, mittelfristige Wettervorhersagen zu entwickeln, zu verbessern und routinemäßig herzustellen. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, EZMW, war geboren. Das EZMW wurde 1975 durch die Ratifizierung eines Abkommens zwischen 18 Mitgliedstaaten gegründet. Das Ziel des EZMW ist es, Mittelfrist-Wettervorhersagen für seine Mitgliedstaaten zu erstellen, um Frühwarnungen für schwere Unwetter geben zu können. Es ist in der Tat ein Kompetenzzentrum für dieses Fachgebiet. Heute wird das EZMW von mehr als 30 Ländern getragen. Das EZMW verfolgt das Ziel, seinen Benutzern und Mitgliedstaaten bestmögliche globale numerische Wettervorhersagen zu liefern. Wie entstehen diese Vorhersagen? Was brauchen wir, um das Wetter vorherzusagen? Eine numerische Wettervorhersage wird mit einem Computer erstellt. Man nutzt die Grundgesetze der Mathematik und Physik, programmiert alles in einen Computer und errechnet damit das Wetter. Die numerische Wettervorhersage beruht im Wesentlichen auf drei Komponenten. Zunächst den verschiedenen Beobachtungen, die Aufschluss über die aktuellen atmosphärischen Bedingungen geben. Diese Beobachtungen werden beispielsweise direkt von Wetterstationen und Wetterballons sowie indirekt über Satelliten erfasst. Zweitens einem mathematischen Modell, das die Atmosphäre in ein feinmaschiges Gitter unterteilt und berechnet, wie sich Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Wind mit der Zeit ändern. Und schließlich wird ein leistungsfähiger Superrechner benötigt, auf dem das numerische Wettervorhersagesystem betrieben wird und der die Berechnungen für jeden Gitterpunkt im Modell durchführt. Die numerischen Wettervorhersagen des EZMW-Modells gelten weltweit als die besten ihrer Art. In der Forschungsabteilung arbeiten rund 100 Wissenschaftler ständig an der Weiterentwicklung des Modellsystems. Was aber ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Die Kunst der numerischen Wettermodelle besteht darin, die höchst komplexen Vorgänge in unserem Erdsystem vereinfacht, jedoch mit größtmöglicher Genauigkeit und numerisch effizient darzustellen. Je mehr Rechnerleistung zur Verfügung steht, desto besser lässt sich die Atmosphäre darstellen. Das EZMW hat außerdem eine anspruchsvolle Methode zur Aufnahme aller meteorologischen Beobachtungen in das eigene Modellsystem entwickelt. Täglich gehen insgesamt rund 300 Millionen Beobachtungen im EZMW ein. Der größte und wichtigste Teil dieser Daten stammt von polar umlaufenden und geostationären Satelliten. Weitere Beobachtungsdaten werden von land- und seegestützten Wetterstationen oder von Flugzeugen, Bojen, Funksonden und Radarsystemen erfasst. Auf der Grundlage dieser riesigen Datenmenge wird der Zustand der Atmosphäre in jeder Gittermasche des numerischen Modells so exakt wie möglich ermittelt. Daraus ergibt sich die Analyse. Diese Analyse dient als Ausgangsbedingung für das numerische Modell und ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für hochwertige Prognosen. Die Bestimmung dieser Ausgangsbedingungen ist eine komplizierte, anspruchsvolle Aufgabe.
Trotz großer Fortschritte in der Erstellung der bestmöglichen Analyse und einer besseren wissenschaftlichen Auswertung aller verfügbaren Beobachtungen werden die Ausgangsbedingungen des Modells stets eine gewisse Unsicherheit behalten. Erstens besteht eine Messungenauigkeit des Ausgangszustands. Wie ist das Wetter heute? Wir wissen es nicht genau. Es ist nur eine Einschätzung des aktuellen Zustands unserer Atmosphäre, was die Präzision der Wettervorhersagen einschränkt. Zweitens hat das mathematische Modell nur eine limitierte Auflösung. Die Atmosphäre kann nicht detailliert abgebildet werden, wodurch früher oder später Fehler in der Wettervorhersage entstehen. Diese Unsicherheiten führen unausweichlich zu Ungenauigkeiten in den von den Modellen erstellten Prognosen, insbesondere bei längeren Vorhersagezeiträumen. Hier kommt die Methode der Ensemble-Vorhersage ins Spiel. Ein Ensemble-Forecast besteht nicht aus einer täglichen Wettervorhersage, sondern aus einer großen Anzahl. Tatsächlich werden alle 12 Stunden 50 Wettervorhersagen generiert, also 100 Wettervorhersagen pro Tag. Die Wetterdienste erhalten hierdurch einen Hinweis darauf, ob ein gewisser Wettertrend sich in der Wettervorhersage für morgen oder die nahe Zukunft bestätigt oder nicht. Die numerischen Wettervorhersagen des EZMW sind eine der wichtigsten Informationsquellen der nationalen Wetterdienste. Sie werden von den Meteorologen verwendet, um spezifische Wettervorhersagen für unterschiedliche Anwender, wie etwa Notdienste oder Kunden aus dem Transportwesen, der Presse und der allgemeinen Öffentlichkeit zu erstellen. Wir nutzen die Produkte des Europäischen Mittelfristzentrums für den operationellen Wettervorhersagedienst. Ja, die Zukunft liegt in der mittelfristigen und langfristigen Wettervorhersage. Und hier spielt das Europäische Mittelfristzentrum eine ganz bedeutende Rolle. Es ist eines der weltweit führenden Zentren für Wettervorhersage. Und alle europäischen Mitgliedsländer tun ihr Bestes, um diese führende Position auch weiter zu erhalten. Das EZMW ist eines der wenigen Zentren weltweit, das Prognosen mit Vorhersagefristen von mehr als 15 Tagen erstellt. Diese Vorhersagen für ganze Monate oder Jahreszeiten liefern keine Antwort auf Fragen wie etwa, wird es am letzten Tag des nächsten Monats in Paris regnen? Aber sie geben Hinweise darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass der folgende Monat oder die kommende Jahreszeit wärmer oder nasser als üblich werden. Derartige Informationen können im Bereich der Gesundheitsvorsorge eine außerordentlich wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei Malaria-Frühwarnsystemen in Afrika. Das Modellsystem des EZMW dient auch zur Seegangsvorhersage. Mithilfe dieser Vorhersagen lassen sich optimale Schiffsrouten mit kürzester Reisezeit, maximaler Treibstoffersparnis und unter Vermeidung von Gegenwind und schwerer See bestimmen. Die Zeit ist ein entscheidender Faktor in der Wettervorhersage. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass sämtliche EZMW-Prognoseprodukte pünktlich ihren Bestimmungsort erreichen. Die schnelle und zuverlässige Abgabe der Produkte hat höchste Priorität. Die Ergebnisse sämtlicher operationeller EZMW-Modelle werden in einem riesigen Archiv gespeichert, das im Laufe der Jahre zum umfassendsten Wetterdatenarchiv der Welt herangewachsen ist. Es enthält heute über 10 Petabyte Daten aus Beobachtungen, Analysen, operationellen Vorhersagen und Forschungsexperimenten. Unser Archiv wird nicht nur intern von EZMW-Mitarbeitern genutzt, sondern auch von unseren Mitgliedstaaten und der erweiterten meteorologischen Forschergemeinschaft. Unser Archiv wird für Meteorologie- und Umweltstudien genutzt, sowie für Schulungs- und Gewerbezwecke. Satellitendaten von EUMETSAT, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, stellen eine bedeutende Komponente bei der Verbesserung der Modellsysteme dar. Durch den enormen Zuwachs an Satellitendaten hat das EZMW nun Informationen über globale Temperatur- und Feuchtewerte in Gebieten, in denen nur wenige Messungen vor Ort erfolgen. Seit vielen Jahren tauschen das EZMW und EUMETSAT in einer beidseitig gewinnbringenden Zusammenarbeit Daten und Know-how aus. Die besondere Beziehung zum EZMW ist äußerst wichtig für EUMETSAT, um Rückmeldung über die Genauigkeit und den Nutzwert unserer Satellitendaten zu erhalten. Weiterbildung und Schulung sind sehr wichtig. Technisch ausgefeilte Modelle und Techniken erfordern gezielte Informationen und das EZMW bietet eine breite Palette von Weiterbildungsveranstaltungen und Schulungskursen. Die Themen reichen von der numerischen Wettervorhersage bis hin zur optimalen Nutzung von EZMW-Produkten. Darüber hinaus pflegt das Zentrum einen regen Austausch mit der Wissenschaft.
Zahlreiche Ideen zur Verbesserung der Modellsysteme kamen im Rahmen von wissenschaftlichen Workshops zustande, die vom EZMW organisiert wurden. Das EZMW hat sich als einzigartige und erfolgreiche europäische Organisation etabliert. Im Laufe der Jahre hat es die internationale Gemeinschaft mit numerischen Wettervorhersagen von höchster Qualität versorgt. Aber dies ist nicht das Ende der Erfolgsgeschichte. Das EZMW hat viele Pläne für die Zukunft. Unser strategisches Ziel ist es, das bereits Erreichte aufrechtzuerhalten, nämlich Weltmarktführer im Bereich numerischer Wettervorhersage zu bleiben und unsere Glaubwürdigkeit im Bereich Früherkennung von Unwettern zu festigen. Dies sind eindeutig die Schwerpunktthemen, die unsere Mitgliedstaaten und die nationalen Wetterdienste von uns fordern. Wir müssen jetzt unser Wettervorhersagesystem erweitern, um Atmosphärenchemie und den Wasserkreislauf detailliert darstellen zu können. Dies bedeutet, intensiver mit der Wissenschaftsgemeinde zu kooperieren, um ein sogenanntes Erdsystemmodell zu erstellen. Den größten Vorteil aus den EZMW-Arbeitsergebnissen haben die europäischen Bürger und Bürgerinnen. Denn die Existenz des EZMW ermöglicht ihnen den Zugang zum weltweit besten Wettervorhersagesystem.